Ja, ein Beispiel, was natürlich viele in Angst und Schrecken versetzt. Und jetzt mal der Versuch, euch einen Tipp da an die Hand zu geben, dass ihr, wenn ihr jetzt noch Zeit habt, vielleicht am Ende von der Klausur, bevor ihr gar nichts hinschreibt, spielt da mal ein bisschen damit rum, was da steht. Zeigen Sie allgemein für das Betriebsoptimum da klein k Strich, das sollte man ja wissen, komplett die Kostenfunktion durch x geteilt ist. Und fürs Betriebsoptimum gilt ja, auch das solltet ihr wissen, die erste Ableitung von der Stückkostenfunktion muss 0 sein. Daraus resultierend soll jetzt Groß K' von x gleich Klein k von x gelten. Das habe ich ja in der Playlist alles rund um die Kostentheorie auch grafisch deutlich gemacht, dass sich im Betriebsoptimum Grenzkostenfunktion und Stückkostenfunktion treffen. Jetzt sollt ihr es rechnerisch beweisen. Naja, und dann geht ihr halt mal ran und sagt euch, da soll ich irgendwie hinkommen, da steht irgendwas von Groß K abgeleitet. Und jetzt guckt man hier so ein bisschen rum und sieht hier ein großes K. Und das ist eigentlich so das Wesen ja der Mathematik. Ich erkenne irgendwelche Muster und dann spiele ich da ein bisschen mit rum. Dann schnappe ich mir das Paket hier raus. Und da steht jetzt noch Groß K von x durch x. Na, ich könnte ja einfach mal x rüber multiplizieren. Klein k von x mal x gleich Groß K von x. Jetzt soll ich ja irgendwie auf die Ableitung kommen. Ja, wenn ich das jetzt ableite, dann steht hier ein Produkt. Ihr solltet natürlich dann vorher die Produktregel gemacht haben. Also ein U-Teil und ein V-Teil. Die Produktregel ist U' mal V plus U mal V'. Oder wie sie auch immer dann gerade bei euch in der Formelsammlung steht. Ich setze sie jetzt ein. U' ist klein k' von x mal v plus u übernommen mal v' wäre nach diesem Schema jetzt die erste Ableitung von k. Und jetzt ziehe ich mir das nächste hier raus. Für das Betriebsoptimum gilt ja klein k', muss ich mal hier so eine Reise antreten, soll ja 0 sein. Wenn das 0 ist, 0 mal irgendwas ist ja 0, also weg wegen dieser Voraussetzung hier, bleibt übrig klein k von x mal 1, irgendwas mal 1 ist genau das hier. Und tada, bewiesen. Also es sieht blöd aus, ich weiß für viele. Aber bevor ihr gar nichts hinschreibt, schaut euch das an, worauf ihr kommen sollt. Sucht irgendwo bei dem, was gegeben ist, nach einer Gemeinsamkeit und dann fuchtelt man so ein bisschen rum und vielleicht ergattert man sich ja auch ein paar Punkte. Und im Optimalfall kommt man dann genau zu dem, wo man auch hinkommen soll.